Yo, hallo und herzlich willkommen bei Audio für Blinde, dem Videoblog für aufstrebende und enthusiastische Musikproduzenten, ob blind, ob sehbehindert oder einfach für Leute, die gern mal reinschauen möchten, um zu wissen, wie man als blinde, als seheingeschränkte Person Musik am Computer macht oder generell Musik produziert. Es gibt ja auch schon einen Leseblog auf WordPress. Und zu diesem Leseblog soll in absehbarer Zeit jetzt eben auch eine YouTube-Serie starten. Und das ist eben der Opener für diese Serie. Für diese erste Ausgabe habe ich mir gedacht, womit könnte man am besten beginnen? Welches Equipment sollte man, egal jetzt ob blind, ob sehbehindert oder normalsehend, im Studio haben? Und zu gutem Equipment gehört auch ein gutes Audio-Interface. Wie nutzerfreundlich ist es? Wie gut kann man damit interagieren? Wie gut kann man damit umgehen? Und wie nutzerfreundlich ist es zum Benutzer, zum Computer, auf dem es laufen soll und zum Betriebssystem? Als Audio-Interface, mit dem man wirklich gut arbeiten kann, habe ich mich für ein Premium-Interface von Steinberg entschieden, nämlich für das Steinberg UR RT4. Es hat schon einige UR-Geräte von Steinberg gegeben. Am ehesten verwandt mit dem RT4 ist das UR44, das ein 4 plus 2 In- und 4 Out-Interface war. Ähnlich harmoniert und ähnlich funktioniert auch dieses UR-RT4. Also es sind 4 Kanäle frontseitig, 2 Line-Eingänge rückseitig noch und eben 4 Outputs für Main-Out und Line-Outs auf der Rückseite. Dazu hat es noch Kopfhöreranschlüsse, MIDI-In, MIDI-Out, es ist einfach alles dabei. Es ist ein USB 2.0 Interface und wie gesagt, es ist ein Premium-Gerät von Steinberg. Jo, schauen wir es uns mal an. Oder in meinem Fall schauen wir es uns nicht an. Bayerische Tüte vom Musikhändler meines Vertrauens. Was heißt der Tüte? Wir sind in Österreich. Du hast das Sackerl, Herrgottseiten. Okay, wurscht. Jedenfalls hier frontseitig sollte ein Foto drauf sein, wie das Gerät ausschaut. Und hier rückseitig auf der Box sind Beschreibungen in verschiedenen Sprachen drauf, wie man mit dem Gerät interagiert. Und da ist auch beschrieben, wie man es ansteckt. Okay. Dann schauen wir uns das Gerät mal in aller Ruhe an. Also da ist jetzt wirklich nichts gefaked, ich mache das wirklich zum allerersten Mal auf. So, bevor man zum eigentlichen Kern der Box kommt, haben wir hier oben auf gleich mal einen Haufen Begleitmaterial. Da haben wir hier eingepackt, ganz schön umweltfreundlich in Plastik, das Connecting-Kabel, das ist ein USB 2.0-Kabel. Also wenn man das hier öffnet, kommt noch ein Plastiksackerl heraus, eben mit diesem USB 2.0-Kabel, das man noch brauchen wird. Ja, so schaut das aus. Aber das ist noch nicht alles, was in dieser Begleitbox drinnen war. Da haben wir zum einen ein Handbuch und ganz wichtig für die Leute, die noch ein optisches Laufwerk haben, sowas begegnet einem wirklich schon selten heutzutage, die CD-ROM mit den Treibern drauf für das Interface. Also das ist wirklich noch für Leute mit einem optischen CD- oder DVD-Laufwerk, die das noch ihr eigen nennen dürfen, beziehungsweise für die Leute, die gerne noch externe Peripherie in Form von CD-Geräten anschließen, soll es ja noch geben. Die Leute, die noch nicht ganz die guten alten Audio-CD abgeschworen haben. Okay, weiter geht's. Dann haben wir ein bisschen mehr zum Rauspacken. Schön geschützt im Styropor. Das ist alles so umweltfreundlich. Anna, schau, da geht's ja noch weiter. Bäume. Geht es hier noch weiter, und zwar haben wir hier noch, genau das braucht man auch, das Netzkabel für das Interface, weil ohne Netzkabel läuft das nicht. Es gibt zwar Audio-Interfaces, die mit USB-Bus-Power laufen, die braucht man keinen extremen Strom, wie zum Beispiel für das UR22 oder 22MK2, aber alle anderen Vertreter von diesen Steinberg-Geräten, die brauchen eben so einen
zusätzlichen Power-Adapter. Okay, weiter geht's mit der eigentlichen Box. Gut geschützt eben durch diese Styroporkanten, die man, ich glaube, so kann man sie abnehmen. Ja, genau so. Einmal hier und einmal hier. Und das ist dann wieder eingepackt in eben einer typischen Folie. Und jetzt kommt das eigentliche Gerät erstmals zum Vorschein. So schaut es aus. Und vor allem, es hat einen wunderschönen Klang. Das ist einmal ein Interface, das man richtig fühlt, wenn man es in der Hand hat. Das hat nämlich ein Edelstahlgehäuse und darum ist das Gerät auch so schwer. Ich glaube, das bringt es auf ein stolzes Gewicht von, ich müsste jetzt lügen, 1,6 oder 1,7 Kilogramm, wenn man es in der Hand hält. So schaut es frontseitig aus. Das sind eben hier die Mikrofon- und Klinkeneingänge. Vier sind es an der Zahl, 1, 2, 3 und 4. Einige sind als High-Z-Eingänge verwendbar, das heißt, man kann auch hier ein hochohmiges Instrument wie eine E-Gitarre oder einen E-Bass anschließen. Andere sind dann als normale Line-Instrumenteneingänge brauchbar, eben für Keyboards und E-Pianos. Und man kann eben auch Mikrofone anschließen. Also das sind wirklich diese wunderschönen Kombibuchseneingänge. Und was hier gemacht wurde, das ist nämlich wirklich sehr stylisch im Vergleich zu anderen Geräten. Die Regler, also das ist wirklich sehr wertig geworden im Vergleich zu diesen anderen UR-Geräten. Das sind nämlich Premium-Regler, die wirklich gut verarbeitet sind. Das sind die Eingangsregler. Dann hat man hier oben noch die Regler für die Kopfhörer. Da rechts sind die Kopfhörerbuchsen 1 und 2 für separate Mixer, also man kann wirklich separate Mixe einspeisen in das Interface, damit jeder Kopfhörer was anderes hört. Und dieser Regler hier ist der Regler für die Ausgänge, für die Lineouts und für die Mainouts. Hier oben ist auch noch, das sind diese Lüftungsschlitze auch, da kann man auch diese, und das macht das UR-RT4, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen, das macht dieses UR-RT4 auch so eindrucksvoll. RT steht nämlich für Rupert Neve Design Transformatoren. Rupert Neve ist ein Garant für wirklich gute Mikrofon-Amps, für Mikrofon-Preamps, für Mikrofon-Vorverstärker und auch für Mikrofone. Und dieser Mensch hat für Steinberg, für diese Interfaces etwas wirklich Geniales gezaubert, nämlich Rupert Neve Design Transformatoren. Also man kann hier wirklich Transformatoren von ihm zuschalten auf die jeweiligen Mikrofoneingänge, um den Sound nochmal zusätzlich neu zu modellieren. Das soll einfach Bombe klingen. Dann drehen wir das Ganze mal um. Hier auf der Rückseite haben wir noch die zusätzlichen zwei Line-Eingänge, 5 und 6. Also wenn man wirklich mal viel Keyboards oder ein E-Pianos hat, dann kann man hier noch zwei Lines einspeisen. Die sind allerdings nicht mehr steuerbar über die Lautstärke, das muss dann schon die Software besorgen. Dann haben wir noch vier Lineouts, zwei Mainouts, MIDI-In, MIDI-Out. Diese zwei Schalter hier neben den MIDI-Buchsen, das sind diese Phantom-On-Off-Schiebeschalter 48V. Diese Schalter sind dafür zuständig, dass man eben mit hochprofessionellen Studiomikrofonen, mit hochprofessionellen Kondensatormikrofonen arbeiten kann. Neben den Phantom-Spannungsschaltern ist noch hier die USB-Buchse für die USB-Verbindung zum Rechner. Hier haben wir die Buchse für den Power-Adapter und ganz rechts der Power-On-Off-Knopf. Ohne den kann das Interface nicht arbeiten. Ich drehe es nochmal um. Ich habe vorher schon von diesen Rupert Neve Design Transformatoren gesprochen. Vier sind es an der Zahl für diese vier Mikrofoneingänge. 1, 2, 3 und 4. Wenn man diese Schalter hier drückt, dann arbeiten diese Rupert Neve Design Transformatoren und möbeln den Klang, den man hier hat, zusätzlich auf. Was haben wir hier unten? Eine LED für den High-Z-Eingang, also die sollte anzeigen, ob eine hochohmige Gitarre angeschlossen ist. Und hier haben wir die LEDs für die Mikrofoneingänge, für die Phantomspannung.
müssten die sein. Oder einfach dafür, dass überhaupt etwas reinkommt an Signalen. Also hier sieht man dann bei diesen Lämpchen, ob ein Signal reinkommt. Jo, mehr gibt es eigentlich zum eigentlichen Interface nicht zu sagen. Schauen wir, dass wir es mit dem Computer verkabeln und schauen wir, ob wir eine gescheite Aufnahme schon mal zustande bringen. Bis gleich. So, inzwischen haben wir hier meinen altgedienten Computer aufgestellt. Kabeln wir jetzt noch das USB-Connection-Kabel auf der Seite. Wir machen jetzt auch gleich die Probe aufs Example. Den Installationsprozess sowohl von Interface als auch von der Software, mit der ich aufzunehmen gedenke, den erspare ich euch an dieser Stelle. Das hebe ich mir auf für ein anderes Video und für einen anderen Computer. Software vom Interface ist installiert, die Audio-Software sowieso. Schalten wir das Gerät mal ein. Wenn alles glatt läuft, müsste es eigentlich schon arbeiten. Zur Info, für all diejenigen, die ebenfalls blind sind und vielleicht auf dieses YouTube-Video gestoßen sind hier jetzt, ich arbeite hier mit einem Notebook von Dell. Als Screenreader verwende ich JAWS für Windows und als Braillezeile verwende ich eine Active Braille 40 von Handytech. Ah, der hat gleich umgeschaltet auf Line. Ist das cool? Er hat sofort erkannt, dass ich ein neues Audiogerät angeschlossen habe und hat auch gleich umgeschaltet auf Line. Das sind übrigens Kopfhörer von Beyerdynamic. Ein Mikrofon haben wir schon verkabelt. Als Aufnahmemikrofon verwende ich ein AKG C314. So, da brauchen wir noch Phantom Power fürs AKG-Mikrofon. Es gibt übrigens nur zwei Phantomschalter. Warum zwei? Ganz einfach, weil diese Kanäle 1 und 2, 3 und 4 mit Phantomspeisung pärchenweise beschickt werden. Also wenn ich einen Schalter umlege, werden zwei Kanäle, in dem Fall der Kanal 1 und der Kanal 2, mit Phantomspeisung beschickt. Soll heißen, es können hier zwei Kondensatormikrofone betrieben werden. Was ich hier zeigen möchte ist, ein AB-Vergleich zwischen normaler Aufnahme. Normalerweise, wenn diese Rupert-Neve-Transformatoren nicht gedrückt sind, werkeln die normalen D-Pre-4-Verstärker von Yamaha, die normalerweise in diesen Steinberg-Interfaces alle verbaut sind. Und wenn ich diese Rupert-Neve-Design-Transformatoren mit Knopfdruck aktiviere, müsste sich der Sound von diesen Vorverstärkern, die für sich genommen schon genial klingen, drastisch verändern. Drastisch in dem Sinne, dass der Sound einfach aufgemöbelter klingt. So, dann legen wir hier in meiner Software Samplitude ein Projekt an, das heißt die Testaufnahme. Jetzt müssen wir dem Interface noch sagen, was es zu tun hat. 24-Bit, das passt. Treibersystem in dem Fall ist ASIO. Genau, wir brauchen den Yamaha Steinberg USB ASIO. ASIO bedeutet Audio Source In and Out. Das ist eben ein Standard für VST und für Audio Interfaces, der von Steinberg erdacht worden ist für Cubase und für ihre Hardware- und Softwareprodukte. Jetzt haben wir mal die Kopfhörer bereitgestellt. Das Mikrofon ist mittlerweile auch schon auf meine Bedürfnisse eingestellt. Vielleicht ein bisschen niedriger. Genau. Also im Brustbereich. Genau. So. Dann nehmen wir für einen AB-Vergleich, machen wir eine Aufnahme. Okay, jetzt funktioniert es. Dann drücken wir auf Record. Genau. Und jetzt müsste eigentlich aufgenommen werden. Wir haben jetzt hier, was wir hier hören in der Aufnahme, noch diese Yamaha D-Pre-4-Verstärker laufen. Und jetzt drücke ich bei Kanal 1 den Knopf für den Rupert-Neve-Design-Transformator. Aha, 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 Test, Test und drücken. Aha, 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 Test, Test. 1, 2, 3, 4, Vorverstärker aus. 1, 2, 3, 4, Vorverstärker ein. Und wieder aus.
Also man hört schon, der Sound klingt im tiefen Bereich ein wenig dumpfer, ein wenig kompakter und im Höhenbereich ein bisschen mehr crisp. Und das ist genau das, was diese Design-Transformatoren von Rupert Neve auszeichnet. Auch die Mikrofone, auch die Mikrofonvorverstärker. Und das ist mit ein Grund, warum diese Dinger so populär geworden sind. Also es gibt fast keine professionelle Musikproduktion, wo diese Geräte nicht dabei sind. Ja, so viel für heute von mir, von Audio für Blinde, für YouTube, für euch, von diesem wirklich wunderbaren Audio-Interface, das Steinberg URT4 Premium-Interface von Steinberg mit Rupert Neve Design-Transformatoren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte einen Like oder kommentiert es fleißig. Lob und Kritik sind mir immer willkommen. Ich freue mich auf ein nächstes Mal. Euer Patrick.